So, liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich vlogge sau gerne, wenn ich in der Stadt bin, aus dem einfachen Grund, weil in der Stadt einfach das am gefährlichsten ist, dass man überfahren wird. Und deswegen ich da am liebsten eigentlich die Kamera laufen habe. Weil Landstraße ballern, alles schön und gut, bei Weitem nicht so gefährlich wie in der Stadt fahren, Alter. Das ist echt brutal, also gerade hier in so einer Stadt, wo überall eng geparkte Autos sind, man kann nicht rausgucken aus der Kreuzung und so. Viel gefährlicher, als wenn man ein paar Kurven ballert. Muss man natürlich auch voraufpassen und am besten erstmal Probe fahren, ob da irgendwo Scheißdreck in den Kurven liegt oder so. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall bei Weitem nicht so gefährlich wie Stadtfahren. Wie man laut meinem Unfall ja sieht. Richtig geil ist das schon wieder. Ich hab Bock auf Kurven fahren. Ich wollte doch gerade hinfahren, wo man halt Kurven fahren kann. Nur ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ich hätte einfach komplett in die andere Richtung fahren müssen, wenn ich zu der geilen, kurvenreichen Weißenbachtalstrecke will. Wobei, ich weiß eh nicht, ob das so geil ist, Kurven zu ballern mit einem komplett zerstörten Kotflügel, keine Ahnung. Immer selber! Ach du Scheiße, was ich schon wieder hier für Gestalten rumfahren sehe. Da vergeht mir schon wieder alles, ja? Augen auf, Menschen! Ja, super, jetzt, mein Finger, Alter, mein Handgelenk, ich kann nicht mal einen Blinker reintun, Alter, so weh tut das. Das ist brutal. Jeder, der schon mal so eine Handgelenksentzündung hatte, so eine richtig brutal schlimme Handgelenksentzündung hatte, der weiß, wovon ich rede und der weiß, dass das so verdammt weh tut. Ey, ich kann nicht mal einen Blinker reintun, was ist das denn? So, ich weiß auch gar nicht, worüber ich jetzt überhaupt labern soll. Das ist. Ich will am besten einfach nur die Kamera laufen lassen, einfach nur damit die läuft. Und geilen Tunnelsound. Ja, ich baller jetzt einfach mal durch die Stadt einfach durch und fahre dann einfach Kurven. So wird das laufen. Mal gucken, was hier so alles abgeht. Ist das ein Abonnent? Gleich voll am Eskalieren, gleich dreht er sich um. Lauf und du willst, du depperer Schwuchtel, Mausisau. Ob das jetzt ein Abonnent war oder nicht, kann man so nicht sagen, ja. Auf jeden Fall riecht es hier komplett verbrannt. Ich hoffe, das ist nicht mein Motorrad. Oh, die riecht hier. Okay, nee, ist, okay, ist was anderes. Da ist er wieder. Servus, Digga. Lang nicht mehr gesehen. Ach, ey. Was tust du hier? Ey, die Welt ist komplett ausgestorben. Was ist denn hier los? Muss ich nach Linz fahren, damit hier mal Menschen auf der Straße sind oder was? Wo muss ich hier hinten raus? Okay, das heißt, ich muss nach rechts. Hä, ist das überhaupt legal, mit nur einem Spiegel zu fahren? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich dachte, der fährt raus, aber nee, tut er nicht, Gott sei Dank. Hallo? Lel? Wo sind denn da schon wieder so komische Wolken, Digga? Das kann doch nicht sein. Die melden.
Was ist das für ein Wetter in Österreich, Mann? Ich kann komplett eskalieren. Scheiß Europa vom Wetter her, ohne Witz. Und so im Hochsommer, an den eigentlich heißesten Tagen im Sommer hat es 18 Grad, Digga. Was ist denn das für eine Verarschung, bitte? Ich verstehe nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich lasse auf jeden Fall jetzt immer die Kamera laufen. Einfach aus dem Grund, ich habe keinen Bock, dass ich wieder überfahren werde und das nicht auf Video habe. Das bockt ja gar nicht. Das Geile ist, bei dem Auto hast du sogar einen toten Winkelmesser. Guck mal, da leuchtet im Seitenspiegel noch ordentliches Licht. Das ist, weil ich im toten Winkel fahre. Das ist egal. Das ist Technik, die die Welt auf jeden Fall braucht. Werden diese Baustellen jemals zu Ende sein, erfahren Sie das in den nächsten 10 Jahren. Ist echt so, in Österreich wird überall die Straßen aufgerissen, Baustelle überall. Aber dass mal was fertig gemacht wird, nee. Nee. In Österreich doch nicht. Jetzt kann ich auch keine Wheelies fahren, weil mein Kotflügel vorne sonst wahrscheinlich komplett abbricht. So, jetzt fahre ich aber hinten rum. Das ist so die kleine Geheimstrecke. Gut, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem kleinen Scheißvideo hier. Haut rein. Bruh.